Du warst bestimmt mal Papas Liebling, so ein ganz wunderschönes Kind. Oder etwas später dann genau das, woraus Männer träumen sind. Ich würde eigentlich gern sterben, aber ohne Land zu siechen. Doch ich wäre sicher, ahnen Sie es schon, auch als Leiche noch sehr schüchtern. Mir wäre es peinlich, so zu riechen. Und ich fürchtete mich vor der Obduktion. Die Eisenträger richteten sich und flogen kreuz und quer. Männer fluchten, Kinder quietschten still. Wie lange das alles dauerte, ich weiß es heute nicht mehr. Und plötzlich war auf einmal alles still. Wie lange das alles dauerte, ich weiß es heute nicht mehr. Und plötzlich war auf einmal alles still.